Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer natürlich mal wieder und unser SK Sturm trifft am morgigen Sonntag auswärts in der Meistergruppe. Es ist die Runde 25 in der österreichischen Bundesliga auswärts auf Red Bull Salzburg. Also mal wieder bei den Dosen ein Auswärtsspiel. Das gab es ja vor wenigen Wochen bereits und da holte Sturm immerhin ein 0:0 auch in der Mozartstadt. Und mit dem Ergebnis könnten wir, glaube ich, diesmal auch ganz gut leben. Wie schaut die Situation vom Spiel aus? Salzburg, klar. Ja, natürlich Tabellenführer, zuletzt den direkten Verfolger LASK auf Distanz gehalten mit einem 2:0 Auswärtssieg in Pasching. Und bei unseren Blackies gab es einen zugegeben glücklichen, aber ja unterm Strich gar nicht mal unverdienten Auswärtssieg in Wien. Ein 1:0 eben bei der Wiener Austria, die ebenfalls nicht kicken hat können an diesem Sonntag. Also von dem her haben wir uns die drei Punkte halt dann geschnappt. Mit bisschen mehr ja, Kaltschnäuzigkeit vom Tor, obwohl gut das Tor. Ja, klassischer Abstauber, aber was soll's, auch den musst du einfach mal reinmachen und richtig stehen, ne, an der Stelle. Und ja, eben vor dem Duell in der Mozartstadt ist klar, wir sind der Außenseiter, Salzburg der Favorit, das ist alles nichts Neues, ist eigentlich auch bei jedem anderen Bundesliga-Team, außer den Salzburgern selber so eben, wenn sie gegen die Dosen dann spielen. Und ja, was aber unser, glaube ich, Prunkstück natürlich im Moment ist, das ist die Defensive, ganz klar. Also im Moment läuft es mit der Abwehr sehr gut, also man steht stabil, man lässt wenige Chancen des Gegners zu, man ist sehr, sehr kompakt. Natürlich geht das dann zu Lasten der Offensive, also man merkt klar, vorne fehlt ein bisschen die Offensivpower, die Stürmer sind eigentlich ja durchgehend alle so ein bisschen in der Formkrise. Im Moment ist eben Grozurek so quasi der Heilsbringer vorne, der ja auch eine ganz gute Torquote aufweist. Von dem her glaube ich auch, dass wir Grozurek morgen wieder auf dem Spielfeld von Anfang an sehen werden. Also bei den Stürmern mal schauen, ob sich zu ihm jemand dazu gesellt. Rosener zuletzt bei den Amateuren ja mal im Einsatz gewesen zum Beispiel. Und ja, einfach mal gucken, was dann im Endeffekt bei der Aufstellung dabei rauskommt. Kitaischwili ist ja das größte Fragezeichen personell, also der könnte uns ausfallen. Wird natürlich kein Vorteil gerade sein für uns, weil Kitaischwili schon einer der Wusler ist, die dann eher ja doch ein bisschen Dampf machen könnten in der Offensive. Also den werden wir möglicherweise nicht sehen. Lubic ist gesperrt, also auch der wird uns ausfallen. Hat ansonsten eigentlich eine ganz gute Partie in Wien gemacht, finde ich. Also defensiv souverän gewesen. Da wird Marisic wahrscheinlich wieder in der Innenverteidigung auflaufen können. Und ansonsten, ja, schauen wir mal. Dominguez ist, glaube ich, so ein Kandidat auch für die Startelf. Ich glaube sowieso, dass das Ganze wieder auf Fünferkette klar hinauslaufen wird. In Salzburg für mich auch vollkommen verständlich. Es wird mal wieder darum gehen, kann man die Räume, die uns die Salzburger definitiv geben werden, weil sie ja selber ihr Offensivpressing forcieren werden, können wir diese Räume nutzen oder nicht? Das wird dann auch das Ausschlaggebende fürs Ergebnis sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein Offensivspektakel, da dürfen wir uns von unseren Blackies, glaube ich, nicht wirklich erwarten. Aber eben, die Dosen werden uns Räume lassen und wenn wir die ausnützen, und da kommt es dann eben auf die Kaltstolzigkeit vom Tor an, dann ist auch diesmal in Salzburg, glaube ich, ganz klar was drinnen. Kleines Detail am Rande, Marco Rose, der wird ja neuer Gladbach-Trainer, das ist eben der aktuelle Cheftrainer von Salzburg, also ja, ich will da nicht darauf spekulieren, dass der mit dem Kopf vielleicht schon Richtung Mönchengladbach ist, aber wer weiß, ob es für den Hinterkopf nicht doch ja das ein oder andere Prozentchen dann quasi weniger Konzentration ist. Man kann ja darauf hoffen, aber klar, konzentrieren muss man sich auf die Leistung auf dem Platz und da denke ich, haben unsere Blackies ja mit einer kompakten Defensive alle Möglichkeiten in Salzburg auch etwas zu holen. Wenn die Abwehr hält, ja dann ist uns ein Punkt eigentlich praktisch sicher, mindestens. Von dem her, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was ihr dazu sagt, holen wir in Salzburg was, wird es ein Punkt, wird es ein Dreier oder wird es gar nichts? Ja, mal schauen. Tabellarisch ist ja die ganze Situation sehr, sehr eng weiterhin. Unsere Blackies wieder auf Platz 3 nach dem Auswärtssieg in Wien zuletzt. Aber eben alles ganz eng und von dem kann sich die Konstellation wöchentlich eigentlich ändern und das tut sie im Regelfall ja dann auch. Also schauen wir, wie es nach dem Spiel ausschaut und von dem her würde ich sagen, war es dann das auch schon wieder von mir. Schreibt mir wie gesagt in die Kommentare, wie geht das Ganze aus und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LANZ-TV. In diesem Sinne natürlich, euer Elias, auf die schwarzen Gämmerburschen und bis dann. Ciao, ciao.